Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Sechs. Haben wir nicht genug. Lass mich weiter schlafen. Oh mein Gott, wo hast du das? Ich kann's halt. Wo ist Jackie? Ich hab die Kinder. Ich glaube, wir sollten uns einen anderen Unterschlupf suchen. Es sieht aus, als würde es gleich regnen. Ja, aber bitte ein Unterspinnen. Warum hast du eigentlich Angst vor denen? Ich weiß nicht. Ich finde sie einfach eklig. Sie heißen Chloe Miller, Jacqueline Pierce und Kayla Wolf. Nein, ich pack sie mit drin. Sie sind Waisenkinder und leben auf der Straße. Sie haben keine sozialen oder familiären Bindungen. Gerade zu perfekt für einen Versuch. Deshalb überlasse ich der Doktorin, ob die Toilette. Dann gehen wir sie jetzt um. Nein, ich trenne die Kinder. Ja, die Kinder sind 6 Tage lang getrennt. Ja, 6 Tage Forschung sind reich. Vielleicht 7. Professor, die Kinder sind wach. Perfekt, dann können wir anfangen. Ihr wisst, unsere geliebte Stadt von einer Bakterie namens ZPF, Cefobacteria, überfallen worden. Diese Bakterie ist bekanntlich eine sehr fiese Bakterie, die bis jetzt nicht geheilt werden kann. Die Wissenschaftler und Forscher haben bis jetzt schon seit 5 Jahren versucht, ein Gegenmittel zu entwickeln, aber vergeblich. Wir dagegen haben es geschafft, ein Gegenmittel zu entwickeln. Aber erstmal die Details. Diese Bakterie greift die Blutzellen im Körper an, zerstört mit einer Säure ihre Außenhülle und setzt damit CO2 und O2. O2 steht für Sauerstoff und Info. Und für den Sauerstoff ernährt sich die Bakterie. Und dadurch kann es sich 8-mal so schnell verbreiten. Wenn die Krankheit eine Woche lang nicht behandelt wird, dann hat die Person, die infiziert wurde, keine Chance mehr zu überleben. Doch wir haben eine Lösung gefunden. Übrigens, die Idee kam von meiner Assistentin. Noch mehr? Das reicht. Unsere Lösung ist, oder besser gesagt sind, sogenannte Nanobots in einem Sirup gemischt, die darauf programmiert sind, die Bakterie anzugreifen und zu eliminieren.
Dieses Pflaster dient zur Regulierung eures Blutdruckes. Nicht normal, das sind bestimmt Nebenwirkungen, weil es im Gehirn so viele Blutgefäße gibt und die Nanobots im Blutgefäß sind, kommen sie bestimmt so ins Gehirn rein und zerstören die Neuronen. Stimmt. Ist das gefährlich für ihn? Und wenn schon. Wenn sie sterben, dann wissen wir wenigstens, was sie verbessern können. Welche Farbe hat dieses Brett? Schwarz. 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 Womit verbindest du die Farbe Rot? Schmerz. 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 Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Prüfung bestanden. Und ihr habt überlebt. Doch mit den Nebenwirkungen, die die Nanobots ausgelöst haben, haben wir nicht gerechnet. Jetzt müsst ihr so euer ganzes Leben lang leben. Jetzt seid ihr überflüssig für uns und wir brauchen euch nicht mehr.
Kamera läuft, ja, das ist nicht bereit. Man, ja, da. No WhatsApp, ja, ist an. Okay. Ich bitte ruhig sein. Kamera läuft, so nein, Action bitte. Oh! Entschuldigung, das ist eine Spinne.